Was erwartet Lehrer und Schüler speziell jetzt im nächsten Jahr erstmal ganz konkret? Das ist aber eine schwierige Frage, ja. Gibt es da überhaupt was Konkretes, was man jetzt schon in den nächsten Monaten spürt? Eins ist auf jeden Fall die Grundschulempfehlung, die jetzt nicht mehr verpflichtend ist. Die Empfehlung gibt es noch. Die Eltern entscheiden jetzt selber, was im nächsten Schuljahr, wo ihre Kinder hingehen. Also jetzt 28. und 29. März müssen die Eltern ja ihre Kinder anmelden. Und das gibt auf jeden Fall jetzt eine Änderung und auch die Erwartung natürlich der Eltern. Die Schulen sind gespannt, wie das jetzt dann ausgeht, wie viele Schüler sie dann haben in den 5. Klassen. Von daher gesehen haben wir eine ganze Menge Veränderungen jetzt auch dann zu erwarten. Ja. Bis auf diese Grundschulempfehlung wird ja noch viel weiteres passieren bei Ihnen. Auch in jetzt nicht nur in den nächsten Monaten, sondern wirklich auch angelegt auf die nächsten Jahre. Was genau? Ja gut, unser großes Modellprojekt ist die Gemeinschaftsschule. Wir haben jetzt insgesamt 40 Schulen, die an den Start gehen ins neue Schuljahr. Die sind jetzt intensiv in der Vorbereitung, in der Akademie mit Fortbildungen, damit das die Sache gelingt. Die werden begleitet wissenschaftlich und sind jetzt in der Phase, natürlich auch um Schüler zu werben. Denn die Eltern entscheiden, ob ihre Kinder an eine Gemeinschaftsschule gehen, wo sie den Abschluss der Hauptschule, der Realschule oder den Übergang ins Gymnasium dann haben können. Das ist eine neue Form der Schule, die nur ganz verborgen in wenigen Schulen in Baden-Württemberg bisher praktiziert wurde und für die wir Werbung machen, weil es tolle Schulen sind, von der wir uns erhoffen, dass mehr soziale Gerechtigkeit dann auch stattfindet, längerfristig, dass sich diese Schule bewährt. Das ist wirklich eine spannende Zeit auch für uns in der Politik. Ja, auf Sie kommt es ja in den nächsten Jahren an, ne? Also so wie es da aussieht, auf dieser PowerPoint-Präsentation, da ist eine Menge zu tun in den nächsten Jahren. Genau, wobei das ja im Endeffekt auch das ist, was er schon gesagt hat. Wir versuchen ja schon dieses zieldifferenzierte Unterrichten und haben momentan eben schon auch das Problem, dass uns die Zeit da ein bisschen einengt. Von daher sehe ich eigentlich jetzt die Gemeinschaftsschule schon auch als eine Möglichkeit, das wirklich auch ja, zu entzerren vielleicht auch, dass das uns morgens ja, so ein bisschen die Zeit nimmt, vielleicht auch in den Nachmittag mit reinzulegen. Aber ist das überhaupt für Sie noch leistbar? Weil ich bekomme dann doch bei vielen Lehrern mit, dass sie wirklich mit Arbeit zugeschüttet werden, auch gleichzeitig noch erzieherisch tätig werden müssen im Schulunterricht, jetzt aber noch zusätzlich versuchen müssen, nachmittags bei diesen Ganztagsschulen, bei diesen ganzheitlichen Schulsystem auch noch zusätzlich mitzuhelfen. Ist das schaffbar? Das ist natürlich jetzt so schwer zu sagen. Also man hat ja jetzt schon Schulen, die eben ja, die Ganztagesbetreuung auch anbieten. Da sind zum Teil schon die Lehrer mit eingebunden. Ja, man wird das sehen müssen, denke ich. Also das kann man jetzt so, vor allem vielleicht auch aus meiner Sicht mit relativ ja, neuer Erfahrung bisher, das jetzt so einzuschätzen, wie sich das auf lange Sicht entwickelt, ja, fällt mir noch schwer. Wird man sehen, was auf uns zukommt. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist schlichtweg das Problem, dass die zu viele Probleme auf einmal kommen. Und der Herr Käppeler hat es ja gesagt, es sind Strukturen da und mit denen ist zu arbeiten. Und für die Lehrer wird es ganz schwierig. Vor allem auch, weil wir ja ganz anders ausgebildet waren wie in Zukunft. Gerade im beruflichen Schulwesen sind wir fachlich ausgebildet. Und die Fächer brechen weg, die Schule brechen weg, für die man ausgebildet ist. Es wird sehr schwierig werden und man muss jetzt einfach sich Zeit lassen. Und ich hoffe, dass die Zeit bleibt, dass es jetzt nicht ideologisch wird. Viele Lehrer, die ich jetzt gerade gefragt habe, ob sie glauben, ob sie das in der nächsten Zeit auch wirklich so leisten können, die Aufgaben, die haben noch ein großes Fragezeichen. Was glauben Sie, werden die Lehrer in der Zukunft das auch wirklich packen können, was die Politik ihnen da abverlangt? Ich glaube, man muss schon realistisch da dran gehen. Man darf die Lehrer nicht überfordern. Die leisten nämlich bisher schon Großartiges. Wenn ich nämlich manche Leute, die so ein bisschen abfällig über Lehrer reden, frage, ja, wir tauschen gern mal. Dann sage ich, ja, das natürlich nicht. Gell. Ich weiß schon und so weiter, wie anstrengend das ist. Es ist ein anstrengender Beruf, es ist ein schöner Beruf. Und ich glaube, wenn jemand das verinnerlicht hat, das Problem mit Lerngruppen zu arbeiten, dass er sich selber auch entlastet. Er wird mehr an der Schule sein, natürlich, aber wird mehr Dinge auch in der Schule erledigen, was er teilweise daheim macht. Es gibt ein neues Denken und dazu muss die Ausbildung stattfinden. Das ist ganz wichtig.
Natürlich braucht es Lehrer, die sich darauf einlassen. In meiner Schule zum Beispiel, wir werden wahrscheinlich nicht Gemeinschaftsschule, weil sie zu klein ist. Ich würde es mir wünschen, aber ich habe ein paar Lehrer, von denen ich jetzt überzeugt bin, dass die das umsetzen würden und dass sie die Begeisterung mitbringen. Das ist ohnehin das A und O. Was glauben Sie, wie viele Jahre wird es dauern, bis dieses neue Schulsystem oder dieses neue Schulmodell sich hier in Baden-Württemberg durchgesetzt hat? Also ein neues Schulmodell, neue Schulstrukturen brauchen eine Generation, ja, bis es komplett durch ist und anerkannt ist. Ich würde mir wünschen, dass es einen Kompromiss gibt, dass jetzt die jetzige Opposition, die lange Jahre die Regierung gestellt hat, auch anerkennt mal, dass es nicht so schlecht ist, wie sie es in der Öffentlichkeit reden, sondern dass sie dieser Schulform auch die Chance geben und dass sie sie dann vielleicht auch weiter begleiten, wenn sie irgendwann wieder regieren. Ja. Das wäre mein Wunsch, sodass wir wie in den nordischen Ländern, wo es irgendwann mal auch einen gesellschaftlichen Konsens gab, in Richtung dort sind es Gesamtschulen. Wir wollen ein bisschen eine andere Form, die Gemeinschaftsschulen. Wenn wir das erreichen könnten, das wäre das Beste. Ja.